Moin moin, in diesem Video zeige ich euch den ersten Auftrag von Eris Morn, der neuen Figur in Destiny. Sie vergibt Beutezüge und Suchen. Suchen funktionieren so ähnlich wie exotische Beutezüge. Ihr müsst mehrere Aufgaben absolvieren und erhaltet dafür am Ende eine Belohnung. Für ihre erste Auftragsreihe unter dem Namen Crota erhebt sich, bekommt ihr zum Abschluss das Fusionsgewehr Gemurmel, eine ganz besondere legendäre Waffe mit einem Maximalangriffswert von 331 Punkten. Besonders ist sie, weil ihr zwischen Solar- und Arkus-Schaden wechseln könnt. Wie das genau geht, zeige ich euch zum Ende des Videos. Wie ihr seht, beginnt die Suche in Altrussland auf der Erde. Für alle Missionen dieser Serie von Aufträgen empfehle ich Waffen mit starkem Solarschaden, beispielsweise Vex Mythoclast, Vision der Confluence, Eisbrecher oder Jalahorn. Damit kommt ihr am besten durch die Schilde der vielen Hexen, die euch hier über den Weg laufen. Eine Zweitwaffe ist eine Waffe mit Arkusschaden vorteilhaft, um die blauen Schilde der Ritter zu knacken. Es hat schon einen Grund, warum das Fusionsgewehr Gemurmel Arkus und Solarschaden in einer Waffe vereint. An dieser Stelle gibt es einen kleinen Schnitt, weil ich zuerst etwas überhastet in die offene Klinge des Ritters gerannt bin. Haltet hier unbedingt Abstand, denn der Ritter nutzt einen Superangriff, der sich längs vor ihm ausbreitet und beträchtlichen Schaden anrichtet. Sobald ihr Saturn die Faust von Crota erledigt habt, ist der erste Auftrag von Eris abgeschlossen und ihr bekommt einen Anschlussjob, der euch zu der ersten neuen Story-Mission Belagerung des Kriegsgeistes auf der Erde führt.
Auch hier gilt wieder, dass ihr am besten Akkus und Solarwaffen ausrüsten solltet. We'll be right back.
nächste Aufgabe führt euch zum Mond in die neue Story-Mission, das Erwachen. Achtet hier vor allen Dingen auf die vielen kleinen Selbstmordkommandos, die euch im Getümmel gern mal in die Luft jagen. Ich melde mich gleich zum Ende nochmal, wenn es um die Belohnung geht.
Für eure erste Suche erhaltet ihr von Aris das eingangs erwähnte Fusionsgewehr Gemurmel, seine legendäre Waffe, die ihr wie üblich ganz normal aufrüsten könnt. Diesen grünen, runenverzierten Kern könnt ihr bei Aris kaufen, wenn ihr in ihrem Ansehen etwas gestiegen seid. Der eigentliche Clou der Waffe ist der Wechsel zwischen den Schadensmodifikatoren Arcus und Solar, wie ihr zu sehen. Eine wirklich tolle Waffe und ein nettes Geschenk zum Auftakt von Dunkelheit lauert. Ich hoffe, dass Aris uns in Zukunft noch einige spannende Abenteuer beschert, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss und Bye Bye.